Und damit willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial auf Zwergenfürst LP. Ja, ihr seht schon, was ich hier heute vorhabe. Hier auf meinem Handy habe ich ein Rezept und da stehen die Zutaten. Heute wird gebackt. Zum Weihnachten, zu Weihnachtsspecial, mein kleines Back-Special. Ich backe heute nach einem Rezept aus dem Internet Weihnachtsplätzchen namens einfache Engelsaugenplätzchen. Das heißt das Rezept einfache Engelsaugenplätzchen. Engelsaugen, das sind diese Plätzchen mit Marmelade drin, die wir glaube ich sogar schon im Adventskalender drin hatten. Ein Tag vor Weihnachten jetzt hier noch, kurz vor knapp. Das Backvideo dauert auch nicht lange. Es ist ein einfaches Rezept, einfache Engelsaugenplätzchen. Heißt sogar einfache Engelsaugenplätzchen das Rezept. Also ist ein ganz einfaches Rezept. Wenig Zutaten. Dauert nicht lange. Machen wir es. Kann nicht viel schief gehen. Da kann ich mich nicht sehr viel vertun dabei. Let's go! Das Rezept, was sagt das Rezept? Wir brauchen Zutaten: 200 Gramm Mehl, 80 Gramm Puderzucker, falls das hier leer ist, dann das hier, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 1 Prise Salz, ich habe mehr als eine Prise Salz, aber das werde ich da abpriesen, 2 Eigelbe, Klammer 2 Eier, 150 Gramm Butter, ja, Butter. Und ja, das war's. Da brauchen wir für die Füllung dann Konfitüre nach Belieben. Hier haben wir einmal Erdbeermarmelade, einmal Aprikose und einmal Black Currant Jam. Auch was ganz Spezielles, irgendeine Marmelade. 3 verschiedene Marmeladen, die können wir dann später beim Verzieren benutzen. Jetzt ja, sind wenig Zutaten, wie schon gesagt, das muss jetzt noch abgemessen werden und erstmal zusammengemixt werden. Schritt 1, dafür brauchen wir die Zutaten, außer die Marmelade, die kommt dann später erst dazu. Mehl mit Puderzucker, Haselnüssen und Salz in einer Schüssel mischen, Eigelb und Butter in Würfeln dazugeben, alles mit den Händen rasch zu einem glatten Teig kneten. In Frischhaltefolie eingewickelt, 1 Stunde kalt stellen. Machen wir das. Mehl mit Puderzucker, fangen wir mal damit an. 200 Gramm Mehl. Müssen wir erstmal abwiegen. Na, komm, Wagen. 200 Gramm Mehl, das Handy mal ein bisschen zur Seite legen. 200 Gramm Mehl. Jo, sage und schreibe. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen. Die Kamera hat es drauf, das ist das Wichtigste. 200 Gramm, 146. Ich muss ja nicht immer drauf sein, Hauptsache das hier ist drauf. 200 Gramm, 171, 173, 181, 207, 212. Ach, komm. 212 Gramm, die 12 Gramm. Ich kann auch noch ein bisschen. Das wird wieder eine Schweinerei. Ach, lassen wir es drin. 212 Gramm. Ein bisschen mehr Mehl. Hier 12 Gramm. Die Hälfte davon ist noch drin geklebt. Also das ist 206. 211, 210. Mehr ist dann egal. So wichtig ist das auch nicht. 80 Gramm Puderzucker. Puderzucker haben wir hier. Frage nochmal an. Warum ist du ausgegangen, Waage? 80 Gramm Puderzucker. Das waren süße Plätzchen. Muss das zur Weihnachtszeit. 40, 45, 51, 60. Dann
glaube, ist die nächste Packung noch hier. Das sind erst 63 Gramm. So. Nächste Packung. Wo kriegen wir die auf? Einfach mal hier aufreißen. Ganz unprofessionell. Ich zerstöre hier alles. Es geht bestimmt irgendwo ganz einfach. An der Seite irgendwo, ja, an der Seite eine Kerbe hier. Na toll. Hier. Ja, mei. So. Habe ich aufbekommen. Das ist die Hauptsache. So, 80 Gramm haben wir hier, ist 63. 91. Nee. Rein damit. Jetzt habe ich ein bisschen Pulver. Mal schnell wegwischen. So, als nächstes Salz. Nee, Haselnüsse kommen. 600 Gramm gemahlene Haselnüsse. Okay. Das ist grob die Hälfte. Können wir trotzdem nochmal abmessen. 100 Gramm, das ist eine 200 Gramm Tüte. Und trotzdem nochmal die Waage. Wir bemühen die Waage dafür. So. Wie er nicht angeschaltet ist. Ich hält. Die Waage kaputt gemacht. Das ist 22 Gramm. So. So ein bisschen klotzen statt kleckern. 80, 90, 100, 103. Ja, komm. Rein damit. So, eine Prise Salz, das kriege ich ohne Waage hin. Eine Prise ist das, was zwischen Zeigefinger und Daumen passt, also eine Prise Salz. Ja. Salzstreuer, ja, hier so ein bisschen. Müsste passen. Nicht, dass ich es hier versalze. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das waren zwei Prisen. Das ist ja, nein, ja. Zwei Eigelbe. Eigelbe, ganz wichtig. Dafür habe ich die Schale hier. Eigelb und Eiweiß trennen. Das Eigelb bleibt in der Schale. Na komm, oha. Sehr professionell hier. Ich brauche nur das Eigelb. Na komm, das müsste doch jetzt Eigelb. Nicht die Schale mit reinwerfen, sonst wird es knusprig. So, hier. Ja, mei. Ui. Na toll. Ja, ein bisschen Eigelb habe ich hier noch drin. ein bisschen Eigelb ist auch daneben gelaufen. Was so ist, ist halt ein bisschen Eiweiß mit drin. Und so. Das sind anderthalb Eigelbe. Passt schon irgendwie. Es ist jetzt, ach, eine Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei. Gramm Butter. Dann haben wir es hier mal. Dann müssen wir noch kneten. Und 50 Gramm Butter. Mal kurz gucken. Das sind 250 Gramm. Wollen wir mal ein bisschen gucken.
50 Gramm. Muss man wieder abmessen. Waage an. Auf 0 stellen. Ja. Ich messe auf wieder ein Buttermesser. Das sind 74. 150 müssen es werden. Und 28. Und 42. Fast da. 145. 151, fast genau. Sehr gut, bitte wieder einwickeln. So, Mehl mit Puderzucker, Haselnüssen und Salz in einer Schüssel mischen. Eigelb und Butter in Würfeln dazu. Eigelb in Würfeln. Wahrscheinlich Butter in Würfeln. Alles mit den Händen rasch zu einem glatten Teig kneten. Infoschalter vor der gewickelt eine Stunde. Okay, kneten ist angesagt. Nee, erstmal muss die Butter rein. In Würfeln, naja, in Streifen. Hier gerade. Waage aus. So, und geknetet wird. Und dann muss noch eine Frischhaltefolie. Und dann müssen wir eine Stunde Pause machen. So, Netz knet. Erstmal die Butter klein machen. Und dann die auch in den Teig verknetet wird. So. Ist nichts Gefährliches. Das ist jetzt hier, ja, einfaches Rezept. Kann man machen. Mit Marmelade noch füllen, freut sich darüber. Es ist. Sind nicht immer dieselben typischen so Plätzchen mit Fartierung und Schokoladen da so drauf und so weiter, sondern mal ein bisschen was Marmelade und so ein bisschen was Spezielles. Hat eine andere Form. So knetet, knet. Ich knete den Teig. Ich habe vielleicht ein bisschen wenig Ei drin. Mal schauen, ob das zu einem festen Teig wird. Zu viel Mehl und zu wenig Ei. Stand halt Eigelb drin. Da habe ich halt nur das Gelb reingepackt und den Rest. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Mal schauen, ob wir das zu einem Teig zusammenkriegen. Das wird ein mehliger Teig. Knete die Watt. Knete den Teig. Schön alles mit rein. Naschen. Schmeckt gut. Teig genascht. Noch ein bisschen aufnehmen, die restlichen Krümel. Haben wir hier schon kleine Teigklumpen. So, hier haben wir ein bisschen Frischhaltefolie. Freshwater Folie. In Frischhaltefolie gewickelt, eine Stunde kalt stellen. Machen wir. So, Frischhaltefolie. Na, wie viel brauchen wir hier? Teig.
müsste reichen, oder? Hier. Und eingewickelt. Ist noch eine Stelle offen. So. Frischhaltefolie. Und jetzt kommt das in den Kühlschrank und dann eine Stunde später. Eine Stunde später. Jo. So, Teig aus dem Ofen, aus dem Kühlschrank geholt. Ofen vorheizen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad. Backbleche mit Backpapier belegen. Und dann geht's weiter. Teig in vier Teile teilen. Teig portionsweise aus dem Kühlschrank nehmen. Ja gut, jetzt habe ich den ganzen aus dem Kühlschrank genommen. Sei es drum. Teig portionsweise auf den Kühlschrank nehmen und haselnussgroße Kugeln formen. Was zwenker. Haselnussgroß. Mit Abstand auf das Backblech legen. Also kleine Kügelchen und da kommt dann mit dem, kann man dann mit dem Finger ein bisschen rumbohren dran. Machen wir so kleine Kügelchen. Vier Teile teilen, okay. Zwei. Und vier. Vier Teile. Ja, dann machen wir hier kleine Plätzchen hier. Na, ich mach's ein bisschen größer vielleicht. Haselnussgroß ist vielleicht ein bisschen so kleine Kügelchen. Die Bleche kann man sehen. Ja, verschieben hier, dann kann man sie besser sehen. Fangen wir da drüben an. Bei dem hier. Wo man sehen kann. So kleine Buletten. Platz machen. Wollte ich doch sagen, oder auf dem Bild, ja, so sehen sie aus. Da kommt dann ein bisschen Marmelade dann drin. So, hier mal hin. Und dann hier in die Mitte ein Loch rein. Und die Marmelade dann. Hände sind natürlich gewaschen. Da kommt dann die Marmelade rein. So sieht das Ganze dann aus. Schön, dass das nicht ausläuft, hier ein kleiner Mulde bilden. Also, sehr schön. Ja. Brauchen wir wahrscheinlich auch noch gleich einen Löffel für die Konfitüre. Machen wir da ein bisschen Marmelade rein. In die Mulde. Ist immer schön kleine, große Plätzchen machen. So, und dann immer noch rein. In die Mitte. Ich mache das richtig so. Ich glaube, das wird mal noch ein bisschen runder machen. Mino und heizt der Ofen schon fleißig vor. Naja, ein bisschen unförmig für mich hier. Ja, Hauptsache es schmeckt. So. Für Stück. Immer hier mit dem Finger ein paar Löcher reinbohren. Hier noch ein bisschen richten den Rand. Und dann hier. Jo.
letzten beiden. Und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Ich jetzt noch Marmelade überall reinstreue. Den Rest kann man naschen. So, da war die Erdbeerkonfitüre. Erdbeerkonfitüre. Ich habe einen Löffel geholt, damit werde ich jetzt hier ein bisschen Erdbeerkonfitüre reinlöffeln. So. Dann fangen wir oben an. So, sehr schön. Die sind ein bisschen dickflüssig, die Konfitüre. So. Ordentlich. Es verdampft noch ein bisschen, laut Rezept verdampft das dann später noch im Ofen ein bisschen. Die Konfitüre, also ein bisschen mehr reinmachen ist auch nicht falsch. Eventuell müssen wir nachher dann noch welche dazu packen. Oben drauf ein bisschen packen. So, ordentlich. Machen wir da hin. Ich habe noch so ein bisschen Teig zwischen den Zähnen. So, hier nicht runterfließen. Das habe ich befürchtet, dass man hier ein bisschen vorsichtig sein muss. Die Löcher ein bisschen tiefer hätte machen müssen, bevor das Zeug herausfließt. So. Mach hier erstmal Erdbeere rein. Eine Stunde später. Jo. So, dann können wir das zweite Blech entfernen. So. Und dann muss das jetzt, glaube ich, wie lange kochen? Ofen schon vorgeheizt. Circa 12 Minuten backen. Na dann, ab in den Ofen damit. Schieb in den Ofen rein. Da haben wir so die Kekse. So sieht's aus. Da haben wir so Backe-Backe-Plätzchen. Ja, da ist ein bisschen was verlaufen. Weil ich natürlich zu viel Marmelade drauf gemacht habe, kleben die jetzt aneinander. Das muss jetzt erstmal noch ein Weilchen abkühlen, bevor ich es kosten kann. Der eine ist schon verbrannt, der war zu klein. Der ist, ich denke, die sind jetzt, ja, kann man nehmen, kann man anbieten. Ich hoffe, die sind nicht zu versalzen, weil ich vorhin ein bisschen zu viel Salz reingemacht habe, vielleicht ein bisschen einmal zu viel geschüttelt habe. Ich werde sie gleich mal kosten. Jetzt müssen die erstmal noch eine halbe Stunde abkühlen.
Ja, so sehen sie aus. So sieht's aus. Naja, habe ich halt ein bisschen zu groß gemacht. Die hätten kleiner gemusst. Hätte ich auch zwei Bleche gemacht, aber ja. Dann am Ende habe ich mich ein bisschen dahin genähert, dass dann die muss noch doppelt so lange im Ofen bleiben. Naja, gut. Ansonsten, ja gut. Kommt drauf an, wie sie jetzt schmecken. Ansonsten, ja, Hauptsache sie schmecken. Ansonsten aussehen, naja, ich weiß ja nicht. Müsst ihr in den Kommentaren bewerten. Ob euch noch irgendwas euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und schreibt mir in die Kommentare, wie die für euch aussehen. Ja. Man sieht sich und ja, das Kostenvideo, wie ich das poste, das füge ich gleich noch hinten dran. Bis dann. Eine schöne Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Frohe Zwergnachten. Eine Ewigkeit später. So. Die Kekse sind abgekühlt, So, dann kann ich mal kosten. Live-Reaction auf den ersten verbrannten Keks. Ich habe nur enges Augen von Zwergen gebacken. So sieht's aus. Ist mittlerweile fest, der Aufstrich, die Konfitüre. Keks auch schon. Bisschen braun geworden, aber ja gut. Ich beiß mal rein und koste das. Naja. Habe ich mir besser vorgestellt. Geht gerade so noch. Kann man essen. Naja, ich werde das noch meiner Familie, meinen Schwestern zum Kosten geben. Mal sehen, was die dazu sagen. Ja, teilweise sind die ja hier noch nicht ganz verbrannt. Ja. Erstes Mal enges Augenplätzchen. Erstes Mal nicht diese üblichen Förmchenplätzchen. Ein bisschen was anderes. Ja gut, der erste Pfannkuchen ist immer verbrannt. Nächstes Jahr dann was Besseres. Gut, wie gesagt, nehme ich nach oben. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Alles andere noch. Und sieht sich. Frohe Weihnachten. Bis dann. Thank you.